Hier bitte überall alles. Das finde ich kacke. Kann ich den auch einfach vorbeidüsen? Nein, kann ich anscheinend nicht. Ich sollte mich vielleicht gleich um diese großen Typen kümmern. Dass man bei denen auch kein einziges Kombo zu Ende bringen kann. Ich meine, es wäre doch sinnvoll, dass sie zumindest gestunt bleiben, bis ich mit meiner Combo fertig bin. Und nicht, dass sie einfach mittendrin sagen, jo, pass auf, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt gibt's zurück aufs Maul. Ah. Ich jetzt irgendwen getötet, den ich aussaugen kann. War hier irgendwo eine Seele? Keine Seele. Schade. Awesome Battle. Es stört mich auch ein bisschen, dass hier irgendwie keine Musik gibt. Das ist irgendwie so, ja, ich meine, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwelche super Kommentare ablasse, dann ist hier nicht viel immer. So, das ist meistens immer nur Ruhe und ihr hört, ich glaube nicht, dass ich die Musik ausgestellt habe, sondern einfach nur, dass das Spiel sich entschieden hat, hier in genau diesen intense Fighting Scenes keine motherfucking Musik einzubauen. So, deine Seele, deine Seele. Dann können wir jetzt hier durchgehen. War die Tür vorhin auch schon da? Also als wir zum ersten Mal hier waren, in irgendeinem dieser 25.000 vorigen Parts. Oh, super. Noch ein Tor. Ah, aufs Maul, Bastarde. Okay, aufs Maul. Ist irgendein Mage. Dann wirst du jetzt einfach motherfucking weggemaged. Das ist viel cooler, was mit deinen lila, pinken Leuchtdingen drumherum. Wirst du das für dir helfen? Vielleicht ein bisschen, okay. Ich weiß hier, wer trotzdem gleich sterben wird. Du, yeah. Und deine beiden Homies, die werden auch nicht mehr lange leben. Und so wie ich das sehe, ist eure Zeit hier einfach abgelaufen. Seele? Seele. Was kommst du denn her? Kann man nicht mal in Ruhe seinen Dings nachgehen, seinen Tätigkeiten wie vernichten und bremsen? Ist ja eigentlich schon traurig. Ich meine, also er tut ja eigentlich niemandem irgendwas. Niemanden. Bist du? Das ist jetzt das Spaltmonster, das ich auch nicht wehren kann. Er zittere von meiner Awesome Combo. Okay, ich nehme an, ich hab's für eingesaugt. Oder es hat sich selbst. Hier war doch irgendwo irgendwas, womit man da hochkommen konnte, oder? Ich muss überlegen, wie kam ich hier jetzt wieder raus? Wenn ich hier oben lang krieche, dann komme ich nur dahin. Da ging. Ach, hier geht's raus. Natürlich. Und hier kann ich jetzt noch eine Telekinese-Rune abgreifen. Yay. Ich wette, das war alles, weswegen ich hier bin. Oder? War's das? Kann ich wieder gehen? Umso besser. So, wieder ein Umweg. Ich kann hier durchgehen. Und hier ging's, ich weiß nicht mehr, wo lang. Katze auf den Tisch, das darf sie nicht. Aber ich weiß auf alle Fälle, was hier gleich kommen wird. Und zwar noch mehr Gegner. Jo.
Das ist awesome. Wie ich dieses Spiel hier schon kenne. Ich habe mich gestern auch mit... Also, wenn ihr das hier seht, dann werde ich mich schon lange mit Riven darüber unterhalten haben. Dass dieses Spiel hier wie Garshasp ist. Und er meinte, ja, es hat schon Ähnlichkeit. Nur, dass Garshasp kurz und beschissen war und Pain ist lang und nicht ganz so beschissen. Nichtsdestotrotz aber irgendwie nervig. Ich finde, die Rätsel sind cool. Und so, aber... Ja, das ewige Gefeile geht mir irgendwann auf die Nerven. Jetzt zum Beispiel. Und... Ja, da ich auch nicht weiß, wie lange das geht. Ich meine, es müsste ja gar nicht mehr so lange gehen. Da kommt jetzt noch Janus Ordren. Dann werde ich sicherlich Möbius verprügeln. Oder die Tentakelgottheit. Oder beide auf einmal. Und ich weiß nicht, ob Mortenius dann nochmal wiederkommt. Oder... Ich brauche ja nicht gar nicht hinschauen. Das ist so traurig. Einfach nur J drücken reicht ja voll und ganz. So, und wie viele tausend Gegner kommen hier jetzt noch? Gut, erstmal die, die nicht gerade auslaufen können. Aber das soll vorkommen, kann passieren. Ging es hier raus? Wollen wir hier auch raus? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier hin wollen. Wo ging es denn jetzt in diesen dämlichen Garten? Also von hier bin ich gekommen. Hier scheint daraus zu sein der einzige Weg. Und hier kommen dann bestimmt auch nochmal 25.000 Gegner. Mindestens. So. Dann wechsle ich jetzt einfach mal. Es ist mir dahingehend überhaupt nicht gebracht. Weil es mir das überhaupt nicht gebracht hat. Awesome. Was sind das denn jetzt für Viecher? Motherfucking Seenskorpion oder was? Also die habe ich jetzt... Ich muss sagen, da habe ich keinen Bock... Hallo? Ah, Katze. Lass mich in Ruhe. Was ist denn der Scheiß? Gerade jetzt legt sich dieses Kätzchen hier direkt... auf mich. Auch nochmal für den Bech. Das kann nicht angehen. Wenn ich doch nur wüsste, wie man wieder zu dieser Gruft zurückkommt. Dann wäre mir sicherlich mehr geholfen. Mal überlegen. Den Garten, da war ein Fenster. Und dann weiß ich auch nicht mehr, wo es das war. Jetzt kommen wir mal durch, bis wir zum Erdding. Hey, hörst du mal auf, Katze? Jetzt wollte sie mir gerade im Gesicht rumbeißen. Gibt's aber nicht. Jetzt brauche ich gerne meinen Ohrstecker wieder, damit ich hier irgendwas höre. Oder ist eigentlich auch scheißegal, dass es sowieso nichts Gutes zu hören gibt. Außer Flatsch, Flatsch, Flatsch. Oh. Und diese ganzen Soundeffekte nicht alle gehen. Und mein Flugzeugtriebwerk hier. Das wäre auch ordentlich gehört werden. Das ist doch nervig. Meine Karte, du kannst den ganzen Tag knuddeln kommen. Awesome. Awesome. Jetzt verliere ich schon gegen so ein dämliches Pissgelumpe. Jetzt komme ich wieder in die Anderswelt, wo ich dann nochmal gegen Pissgelumpe verliere. Oder wie siehst du das, Kätzchen? Ich bin wieder hier.
Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich das hier jetzt gerade ist, aber ich bin mir dessen bewusst, dass es sicherlich nervt. Wenn ihr mich nicht kriegt, dann seid ihr mir scheißegal. Würde ich sagen, ist hier meine Devise. Und in diesem Sinne. Heidi ho! Au! Was ist los? Jetzt kriege ich von den Typen hier aufs Maul. Das ist ein bisschen teilweise schlimm. Und es ist auch schlimm, dass selbst wenn ich versuche hier auszuweichen, ich es nicht geschissen kriege. Was soll denn das? Kann ich es auch lassen? Oder etwa nicht? Dieser Scheiß-Move bringt teilweise gar nichts. Vor allem, weil er ihn nicht ausführt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie mäßig irgendwelche Moves abziehe, sondern nein, ich will eigentlich einfach nur wegspringen, ohne hier voll von irgendwelchen Hämmern zermatscht zu werden. Ist das möglich? Anscheinend nicht. Schau dich das an. Ich kann gerade mal einen Schlag verteilen, bevor die wieder an mir dranhängen und mir Saures geben wollen. Kotz, Kotz, Bröckel.